Ja, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, bei binarystrategy.net auf unserem YouTube-Kanal. Wie versprochen, gibt es heute das erste Video für unsere Forex-CFD-Strategie. Wir sehen, ich habe hier schon den Trade offen, den DAX mit unserer Strategie. Die heißt jetzt DAX Kai, kein Witz, DAX Kai, nicht Bo Kai, sondern DAX Kai. Wir handeln dieses auf Finmax. Wir sehen, habe ich hier Finmax offen, mein MetaTrader 5. Und bin im Moment 3.180 im Gewinn und habe mir aber abgesichert, hier schon den Gewinn runtergezogen, den Stop bei 2.679. Also sollte der jetzt zurücklaufen, ist er bei 2.679 abgesichert. Ich habe mir meinen Take Profit den hier runtergelegt, aber ich habe mir schon mal abgesichert, dass ich ein bisschen was habe. Das sind 2.600. Und mein Account selber ist 8.700, also das wären dann schon gute Prozentzahl im Gewinn. Ihr habt am Anfang des Videos gesehen, habe ich schon einen Trade heute geschlossen mit unserer DAX-Kai-Strategie. Wir schauen uns jetzt mal an. Die DAX-Kai-Strategie ist noch für den MetaTrader 4, aber sie wird kommen für den MetaTrader 5. Somit habe ich mir hier einen RoboForex-Account gemacht und tu die Strategie in MetaTrader 4 rein, denn sie ist für den MetaTrader 4 im Moment, aber keine Angst, wir sind dran, die umzuwandeln auch in MetaTrader 5 und habe die hier im RoboForex drin im Account und erkläre sie euch eben jetzt hier. Wie gesagt, das ist die DAX-Kai-Strategie. Wir haben die auf M30, 30 Minuten traden wir die. Und ja, wie wir sehen, vorher geschlossen am Anfang des Videos, wir können hier sehen, hier habe ich 59 Pips gemacht vorher, 54 Dollar und 10% von meinem Konto. 10% von meinem Konto erhöht. Lot waren 0,6, die ich getradet hatte. Ja, dann gehen wir mal zu der Strategie selber. Dann gehen wir mal zu der Strategie selber. Ich erkläre die euch. Mache ich nochmal einen Druck. Die Strategie ist wirklich einfach. Ihr kriegt Signale von der Strategie. Ich habe noch den Programmierer Indikator drin, also das passiert euch nicht. Ihr habt hier deutsche Sprache und der tut auch nicht doppelt posten, sondern immer nur ein Signal. Wie gesagt, das hier ist noch der Programmierer Indikator. Wir haben ein Signal gekriegt, Euro-Pfund vorher zum Verkaufen. Also das war das Signal. Am Anfang des Videos habe ich den Trade zugemacht. Wir haben ein Verkaufssignal gehabt, sehen wir hier oben, eine große 3 bedeutet immer Verkaufssignal. Wenn das kommt, dann könnt ihr die Richtung nach unten oder nach oben gehen. Wir haben die 3 gekriegt, also ein Verkaufssignal. Ich habe drauf geschaut, wo bin ich denn hier? Also bin ich nicht irgendwo in der Mitte des Charts, sondern bin ich schon hier ganz weit oben. Ich war ja ganz weit oben. Da ist klar, dass der hier abprallen wird. Signal bekommen, ich habe die große 3 gesehen und bin da rein. Man kann hier auch scalpen, also ihr müsst wirklich nur achten, wenn ihr ein Signal bekommt bei der Strategie, ist er in die oberen Bänder, in die roten, zwischen die roten Bänder oder wenn ihr ein Kaufsignal bekommt, ist er denn zwischen die blauen Bänder. Sehen wir hier, super Signal bekommen. Den hier hätte ich nicht genommen. Den hier hätte ich auch noch nicht genommen, weil der ist noch an die Bänder hier drin. Die Trades nehme ich nicht. Also ich nehme wirklich nur die Bänder, die außerhalb oder innerhalb der Bänder klar ersichtlich sind, wie den hier und den hier. Den hier hätte ich genommen. Den hier hätte ich nicht genommen, weil der nicht drin ist im Band. Wenn ihr die äußeren nehmt, die außerhalb sind, wenn die 3 hier erscheint, könnt ihr wirklich nach unten gehen. Und wenn die 3 hier erscheint, könnt ihr wirklich nach oben gehen. Also das sind dann wirklich klare Signale, dass es in die Richtung geht, wo auch das Signal anschlägt. Auf M30 wird getradet, wie gesagt, M30. Und ich habe mir ein paar Währungspaare hier rausgesucht, wie wir sehen. Euro-Pfund, Aud-US-Dollar, Euro-US-Dollar. Ihr könnt euch die Paare auswählen, die ihr wollt. Und dass sie wirklich erfolgreich ist, das ist keine Frage. Also ihr habt hier eine Strategie, die sehr einfach zu verstehen ist, wo ihr nicht 100.000 Indikatoren verfolgen müsst, denn die gibt euch hier vor. Entweder ihr habt die 3, das Signal kommt und ihr habt die 3
und ihr seid zwischen die Bänder, dann geht ihr rein in das Signal, zum Beispiel nach oben, hier nach unten. Und wenn der nicht zwischen die Bänder ist und ein Signal kommt, dann geht der einfach nicht rein. So einfach ist das. Und das ist wirklich eine sehr, sehr einfache Strategie und mega erfolgreich. Ich schwöre es euch, tradet diese Strategie, ihr werdet sehen, mega erfolgreich. M30, wer mittraden will, der kann mittraden. Ich werde die Strategie, die Indikatoren noch diese Woche fertig machen. Wenn ihr diese Strategie traden wollt auf Finmax, wie gesagt, macht euch einen RoboForex-Account, Demo-Account, haut die Strategie da rein und tradet die dann auf Finmax. Auf Finmax. Es kommt jetzt, ich denke mal, 2, 3, 4 Wochen, kommt die Strategie dann auch für den MetaTrader 5. Dann müsst ihr die nicht extra in MetaTrader 4 reinhauen, sondern könnt ihr direkt in Finmax MetaTrader 5 reinhauen. Ja, wie bekommt ihr die Strategie? Die Strategie bekommt ihr, indem ihr über unseren Link bei Finmax einen Account eröffnet, bei Finmax FX. Unterhalb der Beschreibung ist der Link. Wenn ihr Echtgeld eingezahlt habt und mindestens $250 eingezahlt habt, dann bekommt ihr diese Strategie und ihr könnt loslegen. Schreibt uns eine E-Mail dann an support@binarystrategy.net und sagt, hey, hier meine Accountnummer von Finmax, ich habe eingezahlt, 3 Echtgeld-Trades gemacht und ja, wir senden euch die raus sofort. Also jetzt gibt es immer ein Forex-Video, ich hoffe, dass ich es schaffe. Wenn ich jeden Tag mache ich jetzt, wenn ich einen Trade erwische, ein Forex-Video und ein binäre Optionsvideo. Und ja, seid dabei bei uns im Team. Wir werden immer wieder solche Sachen euch kostenlos rausschicken, wenn ihr unter uns angemeldet seid, bei unseren Brokern, Finmax zum Beispiel hier. Denn ihr wollt Forex CFD traden. Was ist noch, was kann ich euch noch sagen? Ihr könnt hier scalpen. Ihr könnt auch scalpen, also kurzfristige Trades hoch und runter machen. Da ist das hier, die ich zwar zurzeit nicht mache, ich nehme wirklich nur die großen Trades hier, wie schon erzählt, die Dreier, die hier, halt hier drin sind in dem Bereich, aber ihr könnt auch scalpen. Scalpen bedeutet, wenn jetzt hier zum Beispiel ein lilaner, großer lilaner Punkt ist, könnt ihr nach oben gehen und wenn der lilane Punkt oben kommt, schließt ihr den Trade und könnt nach unten gehen. Das ist scalpen, Jungs. Dann geht ihr hier nach unten, hier ist der nächste rosane Punkt, schließt ihr den nach unten Trade und geht nach oben. Und schließt hier dann wieder den nach oben Trade und geht nach unten. Versteht ihr? Das ist Scalpen. Könnt ihr machen, aber das werde ich noch in nächster Zukunft machen. Aber im Moment trade ich hier nur die großen Positionen, also wo wirklich zwischen den Bereichen ist und wo die schöne 3 auftaucht. Und ja, was bekommt ihr noch? Was bekommt ihr noch? Hier unten den Indikator für MetaTrader 5 natürlich dann. Den bekommt ihr auch noch, den hier unten, den Trader-Informationen-Panel DAXKAI, den bekommt ihr auch noch dazu und könnt ihr dann halt immer sehen, wie viel habt ihr gemacht etc. Das ist jetzt, wie gesagt, die Forex-Strategie gewesen, die Forex-CFD-Strategie. Wir sind hier kurz vor dem Stop-Out gerade, aber wenn der jetzt mich ausstoppt, habe ich trotzdem 2.679 € verdient, nur mit diesem DAX-Trade. Wichtig, macht euch ein RoboForex-Demo-Pro-Konto, denn da ist der DAX mit drin. RoboForex-Demo-Pro, um die Strategie einzufügen. Also ihr braucht ein RoboForex-Demo-Pro im Moment, um MetaTrader 4-Account bitte, um die Strategie da einzufügen. Habt ihr die da drin? Könnt ihr die hier anschauen im MetaTrader 4 von RoboForex und bei Finmax eben traden. Ihr könnt ihr dann bei Finmax traden. Das wäre das erste Forex CFD. Ich mache die Indikatoren mal fertig, dass ich die raussenden kann. Spätestens am Wochenende, wenn ihr schon angemeldet seid, ist es am besten. Meldet euch heute an und ihr bekommt die Strategie. Zahlt ein, Echtgeld-Trades und ja, mindestens $250 Echtgeld-Trades. Und ihr rockt es. Ihr werdet sehen, ihr habt noch nie so eine gute Strategie an der Hand gehabt. Noch nie. Wir sehen uns im nächsten Video, Jungs. Ciao.